Hallo, hier ist Heike von papier-kult.de. Ich freue mich, dass du wieder hier bist. Heute dreht sich alles um ein kleines, ganz schnelles und einfaches Mini-Album. Auch geeignet für Anfänger, gar kein Thema. Und ja, entweder ein Mini-Album oder auch eine große, aufwendige Karte, je nachdem, was ihr damit machen möchtet. Die Idee ist nicht von mir, die habe ich von der Scrap Göre. Ich weiß jetzt den Namen von ihr gar nicht wirklich, aber ich habe das bei ihr gesehen und fand das ganz toll. Habe das ein bisschen für mich abgewandelt, aber die Idee ist von ihr. Und ja, wie ich das gemacht habe, das zeige ich dir jetzt in diesem Video. Wenn du Interesse an Produkten hast dafür oder an Workshops oder irgendwelche Fragen dazu hast, dann kontaktiere mich einfach. Würde mich freuen. Und jetzt viel Spaß beim Anschauen. Hallo, jetzt geht es um dieses kleine ja, Mini-Mini-Album oder auch größere Karte, je nachdem, wie man sieht. Ich hatte das auch mit meinen Mädels auf dem Teamtreffen gebastelt. Und die Idee ist von der, ich weiß den Namen, aber gar nicht. Scrap Göre heißt ihre Website oder ihr Name. Die Idee ist von ihr. Ich habe mir das sie hat mir die Maße übernommen. Ich habe mein eigenes Design ein bisschen gemacht. Wie das geht, das zeige ich euch jetzt. Also das kann man hier aufklappen. Das ist eine Banderole, die ist festgeklebt hinten. Und dann klappt man das Ganze so auf. Ja, man kann das hinstellen. Man kann es als kleines Mini-Album nehmen für die Überraschung, was ich für die Oma mit Kinderfotos drin. Oder man kann es auch als größere Karte benutzen für, was ich, einen runden Geburtstag, eine Hochzeit, was auch immer. Man könnte auch noch eine Tasche reinmachen für Geldgeschenke oder so. Also da sind die Möglichkeiten ganz offen. Also ich sehe das jetzt als kleines Mini-Mini-Album. Und wie ich das gemacht habe, das zeige ich euch jetzt. Wie gesagt, die Idee ist von der Scrap Göre. Und ich habe es ein bisschen für mich abgewandelt. Ihr braucht dafür zwei DIN A4 Bögen. Ich habe jetzt hier in Weiß. Und die schneidet ihr euch 15 cm Breite. Also ihr lasst sie diese Länge lasst ihr so. Ja, also diese lange Länge lasst ihr so und schneidet euch das jetzt hier auf 15 cm. So, das bitte verwahren, das braucht ihr noch. Den zweiten auch. Zentimeter. So, und dann wird gefalzt. Bei 8 cm. Am besten klappt euch das hier aus. Schneidklinge weg. Bei 8 cm. Nicht zu fest, sonst drückt ihr euch das Papier durch, dann geht es kaputt, ne? Gerade bei dem dünnen weißen. Bei 11 cm. Bei 14 cm, bei 27 cm. So. Dann nehmt euch das nächste Papier und das falzt ihr bei 3 cm. Bei 6 cm. Und bei 19 cm. So. Eigentlich könnte direkt schneiden, weil das Stück fällt weg. Ja? So. Packen wir das mal an die Seite. Gut. Wir falzen das einmal alles ein bisschen nach. Und das wird nachher so nach innen gefalzt, also dass das jetzt so nach innen steht, ne? Und da klebt ihr das aufeinander. Diese bleiben Flächen klebt ihr aufeinander. So. Okay. Kleinen Moment warten, bis es angezogen ist.
Das Innenleben habe ich schon mal vorher zurechtgeschnitten. Das könnt ihr natürlich jetzt verzieren, wie ihr wollt, ne? Also das wird genauso nach innen. So. So, das ist schon das Grundgerüst. Ja, also das klappt man dann so zusammen. Und macht es dann so zusammen. Bin ich hier ein bisschen zu weit? Also wenn das passiert, dann kann das sein, dass so wie ich hier jetzt gerade ein bisschen zu weit reingeklebt habe, dann schneidet einfach einen halben Zentimeter ab, dann passt das wieder. Jetzt passt es wieder. Genau. So, jetzt geht es schon ans Verzieren im Grunde genommen. Ich habe mir wieder das Designpapier Schmetterlingsvielfalt. Das ist ja ein Saatprodukt, also ein Celebration-Produkt. Das heißt, ihr bekommt das für 60 Euro Bestellwert, bekommt ihr ein Paket Designpapier umsonst. Das ist auf der einen Seite ganz bunt und auf der anderen Seite schwarz-weiß. Ich bevorzuge das Schwarz-Weiße, muss ich ehrlich gestehen. Und das klebt ihr jetzt hier rein. Jetzt müsst ihr natürlich bei dem einen hier auch ein bisschen abschneiden, weil wir da ja auch. Normalerweise hat das die Maße 14,7 mal 12,7. So, dann könnt ihr das schon bekleben. Muss mal Roller. Ich wollte echt einen Knick in der Optik. Vielleicht liegt das auch an den Augentropfen, die ich nehme, wegen der Eulenallergie. Kaum so ein paar schöne Tage, bin ich ja schon wieder mit Heuschnupfen unterwegs. Ich weiß nicht, woran es liegt. Knick in der Optik. So, das kommt hier hin. Ich habe wirklich einen Knick in der Optik, mein lieber Schwert. Das kommt in die Mitte. So. Ich musste zwischendurch meine Akkus austauschen. Meine Akkus sind mal schlapp gemacht von der Kamera. Deswegen die kleine Unterbrechung. Also das klebe ich jetzt hier in der Mitte. Und dieses Stück, das ist 7,7 mal 12,7. Das klebe ich hier rein. Also wie gesagt, verzieren kannst du das im Endeffekt, wie du möchtest. Da sind die Möglichkeiten unbegrenzt. Da mir das hier zu nackelig war, habe ich mir noch so kleine Streifen geschnitten hier. Die sind 1,5 mal 12,7. Die klebe ich mir jetzt hier an den Seiten rein, damit das nicht ganz so nackelig ist. Aber wie gesagt, das könnt ihr machen, wie ihr möchtet. Schon rumgeschmiert. So, dann
So, das wird der Deckel. Da habe ich mir noch mal ein Stück weiß geschnitten, auch in 12,7 x 7,7. Und das präge ich mit dem neuen Prägefolder. Und zwar mit diesen Feldblumen. Das ist auch ein Celebration-Artikel. Das ist wunderschön. Ich bin total verliebt in diese Prägeform. Die macht wunderschöne Effekte. So. Dann nehme ich mir hier meine Grundplatte, meine Prägeform. So sieht sie aus. Lege hier mein Papier rein. Und da die Prägeform so dick ist, brauche ich nur eine Platte hier und dann das einmal durch die Big Shot gedreht. So, und ihr seht, ist das nicht toll? Ich bin so verliebt. Ich glaube, sie wird öfters zum Einsatz kommen. So, die Grundplatte wieder weg, weil ich brauche gleich wieder die Magnetplatte. So. Und das klebe ich mir hier vorne rein. Ja? Na, hier hatte ich jetzt noch einen Spruch drin. Na, also hier ist der Spruch. Den habe ich aus dem Set. Ach ja, genau. So, das ist aus dem Set Glücksfälle. Das findet ihr auch im Frühjahr-Sommer-Katalog. Und da habe ich diesen großen Spruch benutzt. Da habe ich mir hier zurechtgeschnitten ein Stück Papier an weiß, an 7 x 11, und da stempel ich jetzt diesen Spruch drauf in Memento. Und da lege ich mir vorsichtshalber ein Gummi drunter, weil bei Klasestempeln macht das einen besseren Stempelabdruck, weil hier halt der Schaumstoff fehlt, ne? Bei den Klasestempeln. Ja. So. Ich mal eben schnell sauber machen. In der Zeit kann die Tinte ein bisschen trocknen, weil sie schon sehr schnell trocknet. So, jetzt schneide ich das Ganze einfach zu einem Wimpel hier unten ein, so in die Mitte, Pi mal Auge, und gehe von den Seiten dann hoch zur Mitte. Dann habe ich meinen Wimpel. Den mache ich mit meiner Lochzange zwei kleine Löcher hier rein, habe ich die kleinste, ja. Und mache mir meine Breads hier durch. Ich habe noch so kleine mache ich mir hier rein. Ja. So. Klebe ich mir das in die Karte. So, klebe ich mir das hier rein. So, hier hatte ich jetzt so ein
ein Schmetterling drin. Ah, den Schmetterling kann ich mir gleich zweimal abstempeln. Das mache ich hier auf dem Rest weiß. Die sind doch echt schön, diese Schmetterlinge, oder? So, nehmen wir mal den. Ich auch mit der Memento. Stempel das ab. So. Mal schnell sauber machen. Man hat so viel Platz und doch hat man noch keinen Platz. Kennt ihr das auch? Mann. So viel Zeug. So, die stanze ich mir aus mit dieser passenden Handstanze. Ihr findet beides im Frühjahr-Sommer-Katalog, sowohl Stempelset als auch Handstanze. Na, lass los. Ich brauche einmal für innen drin und einmal für außen. Ich bin heute irgendwie, ihr müsst es mir verzeihen, ich bin ein bisschen irgendwie in die lebende Kappe. Ich bin von diesen Medikamenten gegen den Heuschnupfen ein bisschen, ich kriege Kopfschmerzen davon. Ich bin immer müde. Aber ich kann meinen Tag ja nicht nur mit Schlafen verbringen, ne? Ja. So, das Leben geht schließlich weiter. So, dann habe ich mir noch einen kleinen Kreis in diesen Stickrahmen-Framelits ausgestanzt. Ich liebe ja diese Stickrahmen-Framelits. Die habe ich echt oft im Einsatz. Und jetzt gibt es ja neuerdings, was mich besonders gefreut hat, im neuen Frühjahr-Sommer-Katalog gibt es jetzt noch ganz viele verschiedene rechteckige Formen. Gucken wir mal, ob ich das jetzt auf die Schnelle griffbereit habe. Ja, also es ist auch schon reichlich in Gebrauch, wie ihr seht, in allen Größen. Rechtecke von ganz schmal und lang bis groß, dass man eine ganze Karte mitmachen kann. Also die sind bei mir oft echt wirklich oft im Einsatz. Also ich finde, das ist eine Investition, die sich lohnt. Also wisst ihr, ich könnt ihr es sehen. Dann hat man, als wenn das hier gestickt ist drumherum. Und das finde ich echt toll. Ich mag das. So, das klebe ich mir hier so rein. Dann mache ich mir meine Schmetterlinge hier rein. Wie gesagt, ich brauche ja immer ein bisschen Bling Bling. Ein bisschen brauche ich immer. Und vorne drauf mache ich mir auch noch. Wo ist er? So, das zusammengeklappt. Genau, da kommt auch noch ein Schmetterling. Und ein bisschen Bling Bling. So, jetzt machen wir noch, ist er nicht mitgekommen, unsere Banderole. Und dafür brauchen wir den Reststück weiß hier. Das passt nämlich dann ganz genau da drum. Und darum mache ich aber erst nochmal Designpapier. Ja, also ich schneide mir dann 5, die Banderole ist ja 6 mal 29,8. Dann schneide ich mir jetzt 5 mal 29,3 Designpapier zu. Und dann nehme ich am besten auch das Schwarze, damit es nicht zu bunt gemustert ist. Mache ich hier dieses Schwarze.
Dann mache ich mir hier 5,5 cm und kürze mir das. Naja, ich arbeite, wie gesagt, ich arbeite immer von unten auf 29,3. So. Das, bevor ich das da drum mache, beklebe ich mir das. Könnt ihr auch den Tombow von nehmen oder doppelseitiges Klebeband, wie ihr möchtet. Lass es jetzt so. So, und dann zum Verschließen nehme ich auch wieder, die ich ja immer gerne benutze, Magnete. Und hier braucht ihr zwei an der Zahl, weil das sonst nicht hält. Mache ich mir die schon mal hier rein. Ein oben, ein unten. So. Und dann, also ich weiß, manche wollen dann lieber falzen und so, aber ich bin da immer mehr, es muss alles schnell und easy gehen. Dann lege ich mir das einfach hier rum. Und ihr seht, das passt super. Ihr könnt es auch nicht ganz so stramm machen, weil wenn da noch Fotos rein sollen oder so. Und dann drücke ich mir das einfach so, wie ich es hier brauche. Ja? Dann mache ich hier hinten Kleber drauf. Damit die Banderole nicht abgeht, klebe ich sie hinten dran fest. Bin schon wieder nicht im Bild, ne? So. So. Und dann mache ich hier die Schutzfolie ab von den Magneten, weil das sind ja diese selbstklebenden Magneten, die haben schon eine Klebefläche drauf. Auch welche ohne, da muss man extra selber noch Kleber drauf machen. Da muss man aber echt einen super starken Kleber haben. So, ihr seht, das hält. Also mit einer alleine funktioniert nicht, da müsst ihr echt schon zwei Magnete nehmen, weil das dann zu stark ist. Ja, das ist mein kleines Fix and Easy Mini-Album. Oder auch größere aufwendige Karte, wie immer ihr möchtet. Die Idee ist, wie gesagt, von der Scrap Göre. Ich habe das ein bisschen für mich abgewandelt. Ja, falls ihr Fragen dazu habt oder Interesse an den Produkten habt, dann kontaktiert mich ruhig. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Nachbasteln und bleibt mir gesund. Eure Heike. Tschüss.